Wir heißen Sie auch in diesem Jahr ganz, ganz herzlich willkommen. 2002 wurde der Grundstein für Geschlechterdemokratie gelegt. In diesem Jahr haben wir die erste Top-Managerin des Jahres geehrt und wir lassen seither mit Festakten wie diesen großartige Frauen hochleben. Wenn Frauen bei 3500 Unternehmen erleben, dass sie bessere Chancen auf Aufstieg und Karriere haben, dann werden auch andere Betriebe den Frauen bessere Angebote machen müssen. Da bin ich mir ganz sicher. Sonst sind nämlich die guten Frauen schnell weg. Für den Gesetzgeber gilt allerdings, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Frauen können so viel. Sie sind unheimlich gut im Personalbereich, im Marketingbereich, im Medienbereich, in vielen Bereichen, im Modebereich. Sie führen heute viele Geschäfte. Gucken Sie mal, früher Friseur war ein Mann im Laden. Heute tolle Frauen im Laden. Und es hat sich, viele Berufe haben sich so verändert und entwickelt. Wir haben sehr viele Verlegerinnen bei uns im Haus. Früher gab es nur Männer in diesen Berufen. Und heute freue ich mich immer, wenn ich junge Frauen sehe, die über die Straße gehen, die so selbstbewusst in ihrem Berufsleben sind. Das ist das Tollste, was ich jetzt auch sage. Wir haben schon viel erreicht. Die Jury hat unter meinem Vorsitz Anke Schäferkort, CEO Mediengruppe RTL Deutschland, Co-CEO RTL Group International ausgewählt. Also ich freue mich sehr über den Preismanagerin des Jahres. Ich finde, dass die Familie Detmers und die Firma Mestemacher damit etwas ganz Großes aufgesetzt hat, weil es ermöglicht, wirklich den Fokus auf ein Thema in unserer Gesellschaft zu richten, was ganz wichtig ist, nämlich Frauen in Führungspositionen. Und ich glaube einfach, dass ganz viele Unternehmen eine Chance auslassen, wenn sie das Potenzial der Frauen nicht nutzen. In den Interviews, die ich gegeben habe, mit der Frage begrüßt, wie ist es denn so als Frau? Und ich meine, so einer Frage steht man natürlich etwas wehrlos gegenüber, weil es fehlt ein persönlicher der Vergleichsmaßstab. Also ich, das ist zumindest von mein erstes bewusstes Leben. Insofern fehlt mir der Vergleichsmaßstab, wie es als Mann gewesen wäre. Ich habe diese Antwort auch immer gegeben, sie ist übrigens nie abgedruckt worden. Warum, weiß ich nicht, aber sinnvollerweise kann man diese Frage, also es ist toll als Frau. Ich denke, dass es auch toll ist als Mann, aber das ist... Ein hervorragendes Talent in der Männerweltwirtschaft. Eine Medienfrau, die es verdient hat, so ausgezeichnet zu werden. Anke Schäferkort ist die zupackende Persönlichkeit, die sich als Unternehmerin auch versteht. Sie ist ja angestellt als Managerin, aber sie identifiziert sich wie eine Unternehmerin und als Eigentümerin und als würde sie das Unternehmerwagnis tragen. Und das finde ich ganz herausragend. Ja, ich glaube, dass der Preis was bewegt, weil er natürlich eine öffentliche Wahrnehmung hat und damit das Thema nochmal in den Mittelpunkt der Gesellschaft rückt. Und insoweit bewegt er was, da bin ich ganz sicher. Gleichstellung ist für Sie weniger ein Gesprächsthema. Gleichstellung nimmt Sie einfach für sich in Anspruch. Und zwar ganz selbstverständlich. Und das ist doch die wichtigste Botschaft an weibliche Nachwuchskräfte, die von diesem Preis Managerin des Jahres ausgeben kann. Sie lautet schlicht und einfach, vertraut auf euer Können, verbiegt euch nicht, seid gleichberechtigt, seid selbstbewusst und macht einfach. Ich glaube, dass Frau Schäferkort einmal enorm fleißig und hervorragend gearbeitet hat.
Das sind ihre Erfolgsfaktoren. Aber sie hat auch ein tolles Klima, eine tolle Unternehmenskultur in der Bertelsmann AG vorgefunden, die ihr einfach den Aufstieg auch möglich gemacht hat. Es gibt so viele tolle Frauen. Aber sobald diese Frauen nicht gefördert werden, ist Schluss damit. Ja, sie brauchen auch die Förderer, sie brauchen die Kultur. Und wenn ich das so sagen darf, ich glaube, dass hier Lismon eine herausragende Rolle spielt. Gerade was die Kultur anbelangt, die Unternehmenskultur. Und diese Kultur, ich sag mal, der Verschiedenartigkeit, der Diversity, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und hier hat sicherlich die First Lady von Bertelsmann auch einen großen Anteil dran. Ich glaube schon, dass das Bertelsmann-Unternehmen den Mitarbeitern viel Freiraum gibt, also Delegation der Verantwortung, das heißt gestalten können. Die Mitarbeiter müssen, können Fehler machen, das sind Lernprozesse. Und ich finde, das ist so wichtig, dass die Mitarbeiter ein sinnerfülltes Leben haben, dass sie sagen, das kann ich und das will ich und da komme ich auch hin. Das Wichtigste ist auch das Selbstwertgefühl, sonst können sie nicht arbeiten, sonst können sie sich nicht weiterentwickeln und Erfolg haben, wenn sie nicht an sich selbst glauben, ob Mann oder Frau. Ja, es fühlte sich für mich immer selbstverständlich an, dass natürlich Frauen dieselben Chancen haben sollten, im Unternehmen aufzusteigen. Aber es gibt viele Gründe, warum das heute noch nicht passiert. Es gibt noch die gläsernen Decken in Unternehmen, wo es ganz schwer ist, als Frau wirklich durchzubrechen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich im Moment etwas bewegt in der Gesellschaft. Und wir Frauen müssen, glaube ich, auch ab und zu so ein bisschen den Finger heben, den Kopf rausstrecken und sagen, wir können das auch.